Neue Regeln im Bankdrücken. Momentan das heißeste Thema im Powerlifting. Sind die Tage der Bankdrückspezialisten vorbei oder ist es nur heiße Luft? Um das geht's heute. Und wenn ihr bis zum Schluss des Videos bleibt, dann verrate ich euch noch ein paar Tricks und Tipps, wie ihr euch im Bankdrücken verbessern könnt. So, was hat sich jetzt geändert? Der IPF, Internationale Powerlifting Verband, hat sich entschieden, dass die Regeln im Bankdrücken verändert werden. Warum ist das so? Es hat sich über die Jahre, vor allem dieses Jahr, herausgestellt, dass im Bankdrücken, wenn man eine bestimmte Technik anwendet, es nicht mehr unbedingt nur um Kraft geht. Und der Sport heißt Powerlifting, also Power heißt Kraft. Und es ist dann so ein bisschen lächerlich gemacht worden. Darüber hat sich der IPF ein bisschen aufgeregt und die neue Regeln veröffentlicht. Es geht um zwei Regeln, die der IPF beschlossen hat, zu ändern. Nummer 1, es gibt jetzt tatsächlich, wie beim Kniebeugen, eine Bankdrücktiefe. Das heißt, der Kampfrichter, der von vorne dich sieht, wird neuerdings beurteilen, ob du genug tief Bankdrücken gemacht hast oder nicht. Um eine Tiefe zu erreichen im Bankdrücken, muss jetzt der Ellenbogen unterhalb der Oberseite der Schulter sein. Das ist die Regel Nummer 1. Und die Regel Nummer 2 ist, keine Füße mehr auf der Bank. Also beim Setup darf man neu nicht mehr die Füße auf die Bank tun. Ist es jetzt wirklich heiße Luft oder bist du davon betroffen? Schau mal im Training. Am besten filmst du dich von hinten, so wie der Kampfrichter dich sehen würde. Und schau mal, ob deine Ellenbogen unterhalb der Schultern sind. Für all die Leute, die jetzt betroffen sind davon, wie gehe ich damit um? Und zwar gibt es ein paar Möglichkeiten. Nummer 1 ist, du machst die Griffbreite ein bisschen enger. Also im Powerlifting ist es erlaubt, mit dem Zeigefinger maximal weit zu greifen, indem man die Ränderung berührt. Neu kann es sein jetzt, dass du halt nicht mehr mit dem Zeigefinger, sondern vielleicht mit dem Ringfinger ein bisschen enger greifst. Das führt meistens dazu, dass die Ellenbogen ein bisschen weiter runterkommen. Ein zweiter Tipp könnte sein, falls du mit der Griffbreite nicht unbedingt spielen möchtest, ist die Brücke ein bisschen zu verkleinern. Das ist per se nicht unbedingt schlecht, denn nicht unbedingt die höchste Brücke bringt dir das Beste im Bankdrücken, sondern die qualitativ hochwertigste Brücke bringt dir alles im Bankdrücken. Was heißt das jetzt genau? Wenn du eine Brücke machst, dann möchtest du nicht nur die Range of Motion kürzen, sondern du möchtest auch aus deinen Beinen arbeiten können. Stichwort Leg Drive. Das heißt, wenn du die Brücke richtig machst, dann ist es halt eben nicht nur eine höchstmögliche Brücke im unteren Bereich des Rückens, sondern du willst durch die Brücke mehr Stabilität im oberen Teil, also auf dem Nacken, auf deinem Rücken haben. So kannst du dann auch wirklich dich horizontal auf der Bank schieben mit Leg Drive und so hast du dann auch eben nicht nur ein bisschen weniger rum, sondern du wirst auch dann besser im Bankdrücken. Mich nimmt es jetzt Wunder, ob du auch davon betroffen bist. Schreib mir das unten in die Kommentare. Erstens, bist du davon betroffen? Und zweitens, wie gehst du damit um? Denn ich bin selber auch davon betroffen, von der zweiten Regel vor allem, weil ich meine Füße auf die Bank stelle, wenn ich mein Setup mache. Und ich weiß jetzt noch nicht 100% genau, wie ich damit umgehen möchte. Deshalb wäre eure Meinung Gold wert. Für all die Leute, die jetzt noch dran geblieben sind, jetzt kommen die Tipps, die du im Bankdrücken umsetzen kannst, um besser zu werden. Nummer 1 ist bessere Technik. Wie erlangt man eine bessere Technik, indem man die Übung mehr und mehr und mehr macht? Da helfen vor allem auch Tempovariationen oder pausierte Variationen. Unbedingt in den Plan reindrücken. Nummer 2 ist, diesen Kanal abonnieren. Da unten ist der Abonnier-Button. Unbedingt anklicken, denn demnächst wird es ein Bankdrück-Tutorial geben und wir werden genau diese Themen noch mehr im Detail besprechen. Und wie vorher schon gesagt, Mobilität, also eine richtige Mobilität zu üben und nicht unbedingt die höchste Mobilität zu haben. Und ob das heiße Luft ist, das werden wir sehen ab dem 1. Januar 2023. Ich check mich aus, bis zum nächsten Video. Peace out.